Kreis Klardorf. Bauernhof, kommt niemand, ist niemand oder macht niemand auf Klingeln. Da war mit Sicherheit jemand da. Aber ich habe ja jemanden erreicht mit Traktor. Und das ist schon mal gut, aber vor einer Stunde geht nichts, also muss man warten. Ist natürlich eine tolle Metapher aus dem Dreck rausziehen ziehen und so weiter. Mir wäre es lieber, ganz ehrlich, wenn ich das Ding selber geschafft hätte. Ich habe vergangene Woche einen Anruf bekommen von jemand, der hat die Diagnose Depression. Und dann hat er irgendwoher meine Telefonnummer rausbekommen und hat gesagt, so, jetzt rufe ich den Meierhöfer an und melde mich mal. Und dann hat er so rumgedruckst und hat gesagt, ja, ob ich auch ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen würde. Und ich sage, ja, logisch. Ja, der Hausarzt. Dann sage ich, Quatsch, was für ein Hausarzt? Psychologen, Psychiater, was es halt alles gibt. Ja, ob ich auch Antidepressiva nehmen würde. Und das ist so eine echt scheiß Frage, sorry, aber Antidepressiva, das ist immer so ein, hat so ein Geschmäckle, wie der Schwabe sagt, und das ist so knapp an Schwachsinn vorbei oder Wahnsinn. Und selbst wenn es so wäre, dass einer wahnsinnig ist, dann ist ja, das sucht er sich ja auch nicht raus. Aber nein, nimmst du auch Antidepressiva. Ich hätte kotzen können. Echt, ganz ehrlich, ich hätte kotzen können. Diese Frage, das ist natürlich völlig klar, woher dieser Background, aus welchem Background der kommt. Was für einen Hintergrund der hat denn. Boah, ich kann das sagen. Leute, wenn ihr Depressionen habt, dann müsst ihr zum Arzt, und zwar nicht zum Hausarzt. Nicht, weil der Hausarzt schlecht ist, sondern weil es ist meistens ein Allgemeinarzt und dann muss man zum Spezialisten. Wenn ihr einen Fuß gebrochen habt, dann geht ihr zum Chirurgen oder was weiß ich was. Und wenn man merkt, die Psyche hat einen Hau, dann muss man halt zum Therapeuten. Zum Psychologen, Psychotherapeuten, was es alles gibt, da geht man dahin. Aber das darf man ja nicht. Und dann kam natürlich die Frage aller Fragen. Ja, ich liebe ja mittlerweile echt diese Fragen. Gell? Ob mir noch was anderes geholfen hätte. Oh, ja, Junge, ich dachte, ist alles klar, ich weiß, was du hören willst. Also er wollte hören, mir hat Jesus geholfen. Das wäre so schön für ihn, ne? Dann betet man einmal oder zweimal oder vielleicht auch zwei Wochen und sagt es noch fünf anderen und dann klappt es. Aber so ist es nicht. So ist es einfach nicht. Und das hat nichts mit Jesus zu tun und das hat nichts, das ist das Leben. Ich muss die Standheizung anmachen. So kalt draußen. Das ist das Leben. So wie ich jetzt gerade im Dreck sitze und warte, dass einer mit dem Trecker kommt und mich rauszieht, den ich angerufen habe, so muss ich ja auch aktiv werden und gehe zum Spezialisten und hol mir die Tabletten. Klar bete ich auch. Und klar ist Jesus dabei. Aber Jesus anstatt? Ich hätte ihm gerne noch gesagt, wie er das handhabt, wenn er zum Zahnarzt hat oder wenn er Zahnschmerzen hat, was er dann macht. Aber das fiel mir dann leider erst zu spät ein. Und da ist Jesus nicht einer, der als Wunderheiler herhalten soll, sondern der soll was machen, also Jesus, damit niemand checkt drumherum, was ich eigentlich habe. Das ist ja peinlich. Also muss Jesus schnell handeln, damit ich wieder dann als der gläubige Strahlemann, der sowieso keine Probleme hat, auftauchen kann. So ein Bullshit, echt. Jesus als derjenige, der mich vor Peinlichkeiten bewahrt. Und Leute, mir ist es nicht peinlich, dass ich hier im Dreck stehe. Es ist einfach so, es kommt vor. Wenn man gute Aufnahmen will, dann muss irgendwo in den Wald reinfahren und muss sagen, okay, das ist mir's wert. Und dann, wenn es zwei Wochen lang schüttet ohne Ende und ich drehe nur um und stehe dann im Feldwerk drin und nichts geht mehr, da brauche ich halt Hilfe. Aber ich habe coole Aufnahmen. Und so Depression bringt keine coolen Aufnahmen mit sich, aber es ist nicht peinlich. Es ist nicht peinlich. Und um die Frage aller Fragen, die Mutter aller Fragen zu beantworten, klar rede ich mit Jesus drüber. Aber
ich muss auch mal laufen. Um dann festzustellen, Dreck, da ist niemand zu Hause. Also, wer am Dreck hängt, das ist nicht gut. Aber es ist noch schlechter zu sagen, ich hole mir keine Hilfe. Und es ist am schlimmsten überhaupt zu sagen, es darf keiner wissen. Vergiss es. Echt. Ich glaube, da hinten kommt er. Surrounded by light.